Und Hallihallöchen, meine lieben Freunde, ich bin euer Anubis und ich möchte euch hier einen kleinen Shooter vorstellen, wo ich ganz, ganz krass finde, dass er eigentlich so gut wie gar nicht gespielt wird. Und zwar geht es sich hier um Toxit. Und ja, wir spielen Cell Capturing, in dem Sinne Capture the Flag. So, dann wollen wir auch mal ins Game rein. Wie ihr seht, spiele ich gegen Bots, weil eben halt kaum eine Sau das Spiel spielt, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil das Game richtig, richtig nice ist. Ich finde, das ist einer der besten Shooter, die man je gemacht hat, weil es einfach Unreal Tournament, Quake und viele, viele andere Shooter einfach vereint. So, wie ihr seht, wir haben hier auch ein Flugzeug. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Enter the Vehicle. Enter, okay. Fliegen. Kleinen Moment. Fliegen ist dann, glaube ich, doch eher was mit Controller. Nö. Aussteigen, ja. Weg da. Also, das hier holen. Wo steht denn der Kerl? Wo steht denn der? Von vorne. Okay, im Fliegen bin ich nicht gerade die Meisterklasse. Gut. Aber egal. Floss was. Tschüss. Glaube ich ein bisschen flüchten. Schießt der Fall. Ah! Erwischt! Wow! What the fuck? Aber was fehlt, ist das Maschinengewehr. Ab da runter.
Ja, dort stellen kann man sich hier auch. Sie auch bisher noch nicht. Es gibt auch kein Nachladen hier jetzt. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen vergessen zu kommentieren. Ja, was kann man noch sagen? Also es gibt verschiedene Spielmodi. Bekanntlicherweise Capture the Flag, wie hier gesehen. Dann auch noch Squad Assault oder auch oder wie man das von Unreal Tournament kennt mit den Reaktor, gibt es hier auch. Natürlich Team Deathmatch, ja, und das sind eigentlich die Hauptspielmodi. Allerdings finde ich es trotzdem sehr, sehr schade, dass dieser Spielmodi oder generell das Spiel so nicht so in Online-Modus gespielt wird. Wenn ich das jetzt überlebe. Und ich bin platt. Dank diesem netten Sturzflug. Ja, hoffentlich konnte ich aber meinen Mate da... Nee, anscheinend nicht. Nein. Konnte ich doch nicht wirklich mit weiterhelfen. Dieses Spiel wird eigentlich so gut wie nie gespielt, warum auch mal. Yo, what the fuck? Da hat jemand wohl die beste Waffe im Spiel gefunden. Ja, die gibt's auch. Genau, also, Unreal Tournament, Quake-Spieler, die wissen jetzt, welche Waffe ich meine, die vielleicht einmal jedes Jahrhundert oder gefühltes Jahrhundert oft droppt. Meine Lebensenergie ist am Arsch. Dann gehen wir jetzt mal einen auf Defensiv machen und holen uns erstmal wieder. Komm, ab darauf. Lag Energie und Rüstung und sowas. Oh, was ist denn nee. Eine Weste. Kommen wir denn an die? Ja, nachdem wir den da oben platt gemacht haben. Du gibst nämlich auch noch ein bisschen Lebensenergie her. So. Granatwerfer. Auch noch ein bisschen hier. Red cell was dropped. Red cell returned. Ah, jetzt haben wir den Raketenwerfer vergessen. Wirklich sehr wichtig gewesen. Er ist ein bisschen schwer zu gewinnen, wenn man. Oh. Ja, ach so. Ja, okay dann. Mein Fehler. Nicht so gut. Okay, ich hab's jetzt auch leider eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich war mal eine ganze Ecke besser. Aber das kommt von so oder wie ihr bemerkt habt. Habe ich in letzter Zeit tatsächlich nur FIFA gespielt. Ach, da steht ja noch einer. Ignoriert der mich? Was geht? Feuert? Fahr weg! Ha! Hahaha, hier haben wir es gegeben, Kollege.
cell was dropped. Loop cell returned. Ja, die Bots sind leider nicht die intelligentesten, wie ich finde. Ich werde demnächst nochmal so ein paar Flugübungen nehmen. Zeige ich euch mal, wie man fliegt. Komm, rauf hier. Tschüss. 5 minutes remain. So, wenn ich jetzt wüsste, von wo aus mein Kamerad mit... Blind und Icarus. Snowblind. Die haben hier echt geile Namen, ey. Gut, das Ganze läuft auch auf einer Unreal Engine und ich finde, es sieht an sich... Der Shooter ist jetzt schon ein bisschen was älter, aber trotzdem. Es ist dieser klassische Skill-Shooter, den man immer halt auch von Unreal Tournament, Quake und so was herkennt. Und ich finde es eigentlich höllisch, höllisch schade, dass der so wenig gespielt wird. Weil so viel Potenzial in einem Shooter habe ich selten erlebt. Guck mal einmal, das war hier mein Kollegen Deckung geben. Wunderbar. Nochmal. Du stirbst. Hinter mir war doch auch noch einer. Scheiße. Ach doch. Da waren es zu viele. Aber jetzt konnten wir meinen Kollegen hier ein bisschen Zeit verschaffen. Jetzt sag mir nicht, der ist geblieben. Ach, dieser Vollidiot. Womit mache ich das eigentlich hier mit dem... Also mit den... Fliegen oder so? Wie man denn... Muss ich mich mal informieren, weil das wusste ich vorher noch gar nicht. Waffe. 3 minutes remain. Ja, ich weiß. Gegner. Guck, er hat dann 2 mit Auto. 1, 2, danke. Aber nicht nett. So, mit der Tür ins Haus zu fallen, da kommt der nächste. Oder auch nicht. Noch ein bisschen hier. Danke. 84. Die Shotgun werden dann nicht viel erreichen. Müssen wir uns da irgendwie reinschleichen. So viel zum Reinschleichen. You got the cell. Bleib doch hier, du Trottel. Dann hau ich so ab. Bisschen Hilfe könnte ich gebrauchen. 1 minute remains. Das hier.
Wunderbar, das könnte Sieg werden. Remain. Ja, 30 Sekunden, ich weiß. Endlich mal durchgekommen. Darf bloß nichts passieren. Und das war der Sieg. Wunderbar, da haben wir es doch noch geschafft. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Gameplay, auch wenn ich übelst gefailt habe und eigentlich voll lange gebraucht habe, um überhaupt zu punkten, gefallen. Und guckt mal nach. Ich hau euch auf jeden Fall einen Link zum Kaufen des Spiels für Steam, bei Kinguin, bei Moga hau ich euch rein in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ansonsten schreibt uns mal in die Comments oder eben halt auf unserer Facebook-Seite Baselife Gaming, ob ihr Lust habt, nicht mit uns zusammen zu spielen online. Dann können wir auch einen kleinen Stream mal starten oder eben halt... Ihr könnt beim nächsten Video mit dabei sein. Ich hätte übelst Bock drauf, mit euch zu zocken. Ich bin euer Anubis und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.